Klar. Die alte Techno-Oma. Gewitter! Gewitter, wo? In Neuss. Bum, 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 bum. Das war auch der Hintergrund, ne? Weil da eine Feier war in Neuss, hat sie angerufen und dachte, das ist ein riesiges Gewitter, weil die eine Bassbox so ausgerastet ist. Okay. Deswegen haben sie daraus 50 Techno-Lieder gemacht, weil das irgendwie Teil der Techno-Revolution, der Elektro-Music-Revolution war. Oh, Quest abgeben, Madness, ey. Madness! Gewitter! Oh, Wo? mal gucken, ob ich ins Level haben In werde dadurch. Neuss! Dark Pool. Wie viel geben die 200k Wettgewitter. für mir ungefähr? Welches Level ist er denn schon? 99! 98! Noch! 97! 97. Geld! Passend aber. Oh hey, ich bin fast 92. Gut drauf. Ja, wir haben schon 300 in der Gilde. Was? Der ah, erste Level. Bekämpft grad. Ja, aber der erste Level 100 war halt aber auch nach 8 Stunden, ne? Ja, Unholy. Nein, Unholy war nicht nach 8 Stunden Level 100, der war nach 21 Stunden Level 100. Ach so, was meinst du? Unholy und Machente, ja, das sind halt zwei Kackners, ne? Die haben halt die Beta gespielt, deswegen weiß man auch irgendwann quasi auswendig, wo alles ist. Gut, das bringt jetzt auch nicht mehr den Riesenvorteil, die weil waren Blizzard aber auch ja wirklich nicht sehr, alles sehr beschreibt. kooperativ, das einem auch zu verraten, dann Hä? Nein, das ist normal, das ist aber auch okay. Also Machente wahrscheinlich schon eher, aber Unholy Nils, das ist so ein kleiner Wettbewerbsmensch. Wir haben uns damals auch beide gesagt, nein. Wir beide ja, werden niemals Achievements farmen. Und geendet ist es damals so, dass wir beide wie verrückten Achievements gefahren haben, damit Arena mehr Queste Verwüster, ja läuft. Ja, du musst mal auf den Chat achten, da haben zwischendurch echt viele Leute nach der Arena Quest, also Members die Arena Quest gesucht. Ich glaube, der ich hab sie Mensch allein ist gemacht. Irgendwie ausgeschaltet bei mir, ich sehe den irgendwie, ich sehe da niemanden schreiben zumindest. Well met. Wir haben drauf. Oh, a noise. Toilet magic. Wann gehen wir denn mal alle zusammen auf ein Live-Konzert von unserem Gildenmeister? Oh ja, das wird ein Spaß. Nee, danke. Doch, du kommst mit. Aber ich setz mir dir mein Techno-Headset auf und mach mal richtig Randale, ey. Nee, ich versiege keine 8-9 Stunden mit dem Auto, ich bin bei euch. Oh, Muschi, komm Musik schon. Musik hört ihr, was mir nicht gefällt. Was hörst du denn für Musik? Das wird R&B House Music. Also so richtig Kommerz, ja. So richtig mit der Masse schwimmen. Kann ich noch nicht. Also du kamst aus dem Ösiland, ne? Ja. Das tut mir leid. Aber ich glaube, das Thema hatten wir auch schon, ne? Alter, das hatten wir frech. So frech, das. Das einzig Gute, was wir aus Österreich haben, war der Führer. Da wollt ihr bis heute nicht zugeben, dass er von euch kam. Na klar doch, wissen wir alle. Sind wir auch stolz drauf, zumindest einige. Der einige Archie. Wenige. Das kann man jetzt der auch Archie, der Süße. Voll komisch. Ich verstehe es nicht, ich soll da oben Glutblüte. Oh, da oben ist keine Phase. Ja, Cola trinken. Mann, ich verstehe die Quest hier nicht. Ja, was wollt ihr? Soll runter. Ist ein Gut. Soll es mir den Hinweis geben, dass ich immer runter muss, wenn ein Pfeil nach unten ist? Hast du ja wieder den Klugscheißer raushängen lassen? Du hast gefragt. Ich dachte, das Nein, hilft dir vielleicht. Ich hab gar nicht gefragt. Ich dachte, das hilft dir vielleicht. Fuck you. Hab ich um Hilfe gefragt? Get wrecked, Noob. Was? Get wrecked, Noob. 82%. Get wrecked. Von Level 1000? Ja. Es ist aber eigentlich arschtraurig, wie langsam wir sind, obwohl wir so viel gezockt haben, ne? Ja, an sich schon, aber stimmt, man muss halt auch denken, diese Lags waren am Anfang halt, haben das echt unspielbar gemacht. Ja, das hatten aber alle anderen auch. Stimmt.
Beziehungsweise wenn du richtig früh in Nagrand warst, also oder allgemein relativ früh durchgekommen bist, dann ging es auch. Ich meine, ich war ja schon eine halbe Stunde später drin, aber erst weil ich nicht reingekommen bin in das verkackte Spiel. Zum Beispiel. Ja, aber so Leute wie Unholy und so vor uns Level 100 sind. Aber was heißt vor uns? Aber so weit vor uns. Ja, stimmt. Aber gut, ich habe zwischendurch auch, ja, auch 6 Stunden geschlafen. Also ich meine, von also am Release-Tag habe ich 6 Stunden noch geschlafen. Ja, Pause gemacht habe ich auch noch mal, aber... Irgendwie, es stimmt hier jetzt was nicht. Also ich habe der Ring der Prüfung Malmhammer. Hab den jetzt zweimal schon kaputt gehauen und das wird mir immer noch nicht angerechnet. War der schon da oder hast du ihn selbst beschworen? Ich habe ihn beide Male selbst beschworen. Dann machst du irgendwas falsch. Oder geht das nicht, wenn man ein Verwüster ist? Ah, es lag am Verwüster. Euer erster Gegner ist Malmhammer. Der Ruhestand ist echt durch der Dritte, den ich jetzt hab. Das wird Erdrutschsieg für Malmhammer. Holl am Zug ist auch, ja. Was mich richtig beim Hunter nervt, solange man längere Zeit auf dem Reittier ist, ne? Das Pad removed. Das musst du dann neu rufen. Ich muss jedes Mal neu rufen, ja. Ich meine, das ist natürlich nur 2 Tastenklicks so, ne? Aber es ist voll nervig. Du kannst nie flüssig von deinem Mauch einen Kampf starten. Weil du jedes Mal dann noch dein Pad wieder rufen musst und. Ich glaube, das haben sie gemacht, damit du musst dein Pad jetzt auch freigeben, damit du ein anderes rufen kannst. Ich glaube, deshalb haben die das gemacht, aber irgendwie ist es trotzdem nervig. Unglaublich! Malmhammer besiegt! Tochter! Wie das passieren konnte! Es sei klar, dass nur Glück wir. Was liegt an? Bleib sauber! Bleib gut drauf! Na, die Arena küssen wir jetzt erstmal nicht weiter. Ich gebe mal die anderen Sachen erstmal ab. Jungen hat es auch gerade nochmal erwähnt. Das sind die schlimmsten Serverprobleme, die er im WoW je gesehen hat, in allen Addons. Verwarten. Verwarten. Hä? Verwarten ist schlimmsten. Ich kann mich jetzt nicht mehr so wirklich 100% an alle erinnern, ne? Aber es kommt mir auch vor wie die schlimmsten. Sind sie auch. Weil sie auch nicht gefixt kriegen. Bei den anderen kamen ja immer wieder neue, kleine Probleme, aber hier ist ja wirklich dauerhaft der Server das Problem. Burning Crusade, da war es am ersten Tag und am ersten Tag auch nur, wenn du auf der Höllenfeuer Halbinsel warst. Und bei jedem anderen Ändern war es immer nur einen Tag lang. Und hier? Oh, 99er Follower gekriegt. Aber immer noch kein Epic. Dies Warum? Ist ein wildes Land. Ah, dafür ein 516er Gürtel bekommen. Das ein 615er meine ich, so rum. Epic. Was? Random Epic Aufwertung 615er Gürtel bekommen. Nice. Das fett, Alter. Das ist besser als alles, was ich bisher gefunden habe. Ne, ich habe auch 615 einen Gürtel. Mögen die Geister mit euch sein. Ich bin nicht. Das Schöne ist, ich habe jetzt einfach 5 Quests zum Abgeben. Vorwärts zum Sieg. Wollt ihr mich herausfordern? Werden wieder 10% sein. Ich habe jetzt 95. Ne, 96 sogar. Zeit für Bonusziel. Das mache ich jetzt mal.
Das war richtig nervig, das habe ich mir in Lex, während der Lex gemacht. Du bist bestimmt jetzt bei den Wölfen gerade, ne? Wie bitte? Du rennst bestimmt gerade zu den Wölfen, ne? Hemets Schlaraffenland. Will ich jetzt machen. Weiß ich nicht, welches das ist. Das ist hier ganz im Osten. Hallavor. Jan, ich feiere das gerade, wie Tarok einfach mal jetzt zu diesem Ausgestoßenen da wird. Ist plötzlich mega die mächtigen Skills aufbietet. Durch den dunklen Wind. Und jump! Ah nein, scheiße, bist du zu weit gejumpt! Okay. Bin im Wasser gelandet. Der große Pete. Kriegerwurm. Bist du jetzt da bei den Wölfen? Nö, das ist kein Wolf, das ist ein Wurm. Ja, ja, also du bist bei den Wölfen. Ja, du musst tatsächlich 18 Mobs und einer davon ist ein Wurm, der Richtung Wölfe. Nein, es sind 5. Ja, okay, wenn du die mitzählst, insgesamt sind es 18, ja. 18, ja? Wolltest du dich jetzt mathematisch mit mir beschäftigen? Der kleine Peter. Peterchen und Peter Junior. Was soll? Vielleicht geht das ja Level ab, das. Na, verschwinde doch mal, du Sackrich, das ist mein Weg. Ja, gut, da muss ich mal mitmachen. Ja. Ich finde das dumm, dass man Wasserwandel nicht vom Mount aus casten kann. Extra abmauen und dann wieder aufmauen. Aber du hast recht, der Nahkampf bockt halt echt. Ups, den musste ich gar nicht töten. Ups. Upsili. Was ist hier? Nagankirsche. Ah. Jetzt weiß ich auch, was für Wölfe du meintest. Jo. Bevor du mich fragst, wo der eine Wolf spawnt, der spawnt an derselben Stelle wie der andere Heldenwolf, nur er spawnt nicht so häufig. Okay. Der mit dem kurzen Namen spawnt an derselben Stelle wie der mit dem langen Namen, nur er spawnt pro Minute einmal weniger. Lupus und Loop. Ja, ja. Und dieser Loop spawnt halt pro Minute einmal weniger wie der andere. Okay. Um dich zu verschonen, wie ich da verrückt eine halbe Stunde lang rumzurennen und zu suchen und zu suchen und zu suchen und nie zu finden. Okay. So bin ich zu dir. Dafür werde ich dich im Raid heilen. Ich bin Hunter, ich brauche kein Heal. Doch, du wirst Heal. Mach ich jetzt mal ganz optimistisch. Ah! Oh, die Videosequenz kann ich mir, glaube ich, mal. So, Nagankirsche. Sieht aus wie ein Apfel irgendwie. Jo. Oh, und fette neue Titten habe ich gekriegt gerade. Gut. Ich bin Item Level 590. Nein. Ich bin 592, ich hab dich überholt. Und was ist dein durchschnittliche Gegenstandsstufe in eurem insgesamt bei dir? Ja, du mit dir 592, beides. Also angelegt und Inventar, beides. Ich hab 598 Inventar, ich hab nicht so viel Dropkick wie du, würde ich sagen. Das heißt, dir fehlen nur noch zwei Item Level, dann kannst du alles machen, was ich will, dann bin ich frei.
Ja, bei mir sind es zum Beispiel wahrscheinlich die Schultern. Ich kann mal gucken, ob ich einfach noch andere Schultern hab. Boah, warum krieg ich denn jetzt gerade so derbe aufs Maul? Verwüster. Weil du dumm bist. Puh, was? Scheiße, er wird unterbrochen. Ich bin wieder der Talon King. Ich würde gerne rauchen, bis gleich. Heilen, heilen, heilen! Jan, ich bin wieder der richtige Clown-König. Der richtige. Ich bin nicht als der Verfluchte, oder? Fällt mir. Fuck, ey, ich verreck hier gleich. Oh, ey, bin gestorben. So, Reinkarnation. Bisschen Deckung gehen und. Hölle, ey. Verwüster, so. Jetzt wird hier aufgeräumt. Stirb. Scheiße, musste man dabei sterben, ey. Ja. So, jetzt aber. Lol, what? Jetzt sollte ich vielleicht kurz von mir abhauen. Also fucking fast. Problem sein dürfte. Ja. Was? Shoryuken? Was? Ich kann sogar die Blumen looten vom Verwüster aus. Ach, und natürlich, Terrok verkackt gegen Tager. Was gegen Kaga für? Ach, da! Ah, da ist das, wo die spawnen. Das hab ich noch nicht gefunden. Ja, die muss ich jetzt nicht mehr töten, ne. Okay. Find's witzig, dass ich mit dem Verwüster springen kann. Was episches, komm ich da ran? Ich hochspringe, würde ich da rankommen. Ich hab's aufgesammelt mit 11.000 EP. Geil! So, jetzt muss ich noch die beiden Viechers hier killen. Und dann habe ich Level Up. Könnte es ja theoretisch doch noch schaffen, heute Level 100 zu werden. Also weit vor 12 Uhr. Nein! So, warten bis die beiden Wölfe hier spawnen. Wie das aussieht, ey. Oh, sind beide gespawnt. Das ist 4 hier. Und sie sterben ultra schnell für Wüster. Ist das geil. Ach scheiße, mir fehlt noch ein Streuner. Oh, Moment. Das haben wir gleich. Da ist einer. Feuer! Sag, so ein bisschen, ne? Geht's halt. Ja, die gucken ja schon so und, ein bisschen und direkt, Vision, ne? Direkt, wie viel Prozent? Irgendwie so 8 oder so. Kungen hat einfach Leroy Jenkins in seiner Garnison. Cool. Was? Schon? Alter. Den kann man kriegen? Mhm. Ja, klar.
Wenn du den Erfolg Leroy Jenkins machst in 9. Dabei musst du ihm helfen, seine Schildern zurückzukriegen. Wie? Oh. Und wie? Das ist, weiß ich noch nicht, das ist aber ein Erfolg.